Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Atlantic Fleet. Fünfte Folge der zweiten Staffel. Und wir setzen den Battle of the Atlantic Moos mit den Deutschen fort. Schon versenkte Kriegsschiffe. Ich weiß gar nicht mehr, was letzte Folge alles passiert ist. Ach doch, ja genau, die Köln war schwer beschädigt worden. Stimmt, da war ja was. Ja, okay, dann. Versuchen wir es erstmal. Ach nee, Moment, hier war auch noch ein U-Boot. Genau, das wollte ich ja weiter nach Süden verlegen. Genau, man erinnert sich. Keith. Angegriffen, leichter Schaden. Lohnt sich irgendwie gar nicht. Naja. So, 8 Runden braucht die. Das heißt, die Lücke da oben ist jetzt erstmal die hier. Die ist jetzt erstmal ungedeckt. Was ein bisschen ärgerlich ist. Wie mache ich das jetzt? Ist ja witzig. So, ihr verlegt darüber. So, in der Lücke ist ja sowieso keiner. Und es passiert nichts. Wir verlegen das U-Boot weiter südwärts. Kraspien in die argentinische See. Mal schauen, vielleicht könnten wir uns ja sogar schon. Nein. 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 Na, wo sind die denn? Zerstörer, Zerstörer, Zerstörer. Nein, nein. Die will ich haben. Ein paar nette kleine Hilfskreuz. Hier. Handelsstörer. Ich denke. Mal die Pinguin holen wir uns mal. So, willkommen. Willkommen, Pinguin. Oh. Graf Spiel stößt auf die Dino Castle. Leichter Kreuzer. Da hinten haben wir sie ja. HMS Newcastle. Leichter Kreuzer der Town-Klasse. Wäre doch gelacht, wenn wir die nicht versenken könnten. Schön. 15,4 sagt er. Ich vertraue ihm mal. Ich glaube, das werde ich gleich wieder bereuen. Ja. Zu weit. Die wird sich gleich nähern, ich mich auch nochmal, das heißt, ich sollte bestimmt so um 2 Grad runterschalten. Oh, 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 oh. Ui, knapp. Noch haben wir Glück gehabt. Na, 12,3 scheint mir ein bisschen rapide, aber 13,7 gebe ich immer. Vielleicht auch noch zu nah. Nein, guter Treffer. Oh, und ein Treffer, aber ich denke nicht, dass der sehr großen Schaden gerichtet hat. Nee. An Schiffsmodulen zumindest gar keinen. Genau, mit Schiffs ausrichten. 13-0, sag ich mal. Wieder ein schöner Treffer. Oh. Ich denke, das waren die Pumpen. Yay! Klasse! Das ist echt schön. Da haben wir sie. Ja, da unten. Newcastle vernichtet. Sehr schön. So gefällt mir das. So, Lützow. Ja, die überwacht da mal weiter. Na komm, beweg dich. Ah, genau. Georg Thiel ist wieder einsatzbereit. Sehr schön. Hier hat man die argentinische See. Die Graf Spee hat einen Konvoi abgefangen. 58.240 Tonnen versenkt. So gefällt's mir. Ach ja, genau, die Pinguin. Pinguin verlegen wir dahin. Oh. Das ist jetzt ungünstig. Ich glaube nicht, dass die gegen einen schweren Kreuzer so viele Chancen hat. Oh. Ach ja, stimmt, die starten immer so mitten, ganz mitten im Konvoi drin. Scheiße. Weg hier. Also wenn ich jetzt direkt neben der Cumberland gestartet wäre, dann hätte ich vielleicht eine Torpedos nehmen können. Aber.
So nicht. Ja, ich weiß, Friendly Fire geht bedauerlicherweise nicht. Ansonsten hätte er gerade wahrscheinlich seinen eigenen Frachter torpediert. Oh. Oh. Das wäre jetzt kein guter Anfang für die Kinguin kommen. Ja! Oh Gott. Okay, die kann gleich wieder zurück in den Hafen. Ist kein so erbaulicher Anfang, aber was soll man machen? Dafür verlegen wir das U-Boot mal hierhin. In den Golf von Guinea. Passiert nichts. Pinguin kann gleich wieder in die Werft. Bin froh, dass die überhaupt überlebt hat. Das wäre nämlich nicht so schön gewesen. Passiert nichts. Ah, jetzt. Kanarische Inseln, das ist die Lützow. 72.650 Tonnen. Und die Leipzig muss halt ein Torpedo eingefangen. Und Werft. Ja, also wir könnten mal die Grau Spree wieder in die südwestliche Atlantik schicken. Exeter und zwei Zerstörer. Wäre cool, wenn wir die schweren Kreuzer versenken könnten. U28 ist in einer guten Position. Oh. Könnte was werden. Ja, sie fährt auch nach Backbord, das finde ich sehr erbaulich. Nein, die Rechnung war ebenfalls schöner. Na egal, wir bleiben mal dran. Ansonsten können wir uns immer noch den Zerstörer da holen. Den hier meine ich. Die Keith. Ja, die holen wir uns. Ach, fertig ist wieder ihre Kreise. Nein, in der Zwischenzeit kann er dann U27 heranlaufen. Frage jetzt, wie nah sind wir? Sind wir nah genug, dass der Torpedo in einer Runde trifft? Fraglich. Ich schicke mal ein Torpedo. Oh. Das war wieder ein Glückstreffer. Das war direkt ein Munitionstreffer. Ja, man darf ja mal Glück haben. Ah, klasse, dass wir das für Einzelstörer schon mal haben, mit nur einem Torpedo. Also, wenn uns jetzt nicht nachher irgendwie durch eine Munitionsexplosion nicht die Scharnhorst abhanden kommt, dann könnte die Runde hier echt toll werden. Ich meine die Folge. So. Direkt Abfangkurs wieder auf die Exeter, die aber jetzt leider nicht mehr mitspielt. Verständlicherweise. Mal schauen, ob wir U27 auf die Fährte bringen können. Ich werde mal, falls doch mal der Exeter hinten dran bleiben. Wäre jetzt schade, wenn es dann an ihr scheitert. Macht die Exeter denn da? Aber aus dem historischen Kontext. Ich bin mir da jetzt nicht ganz. Mist. Nicht ganz sicher. Aber ich meine, die Exeter wurde bei Gefechten mit den Japanern in. Da unten bei den Philippinen oder ich weiß nicht genau, wo es war. Wurde die, glaube ich, vernichtet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, da wurde sie versenkt. Zumindest war sie an den Kämpfen beteiligt.
Komm schon, was machst du da, Exeter? Au, 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 au. Wo ist Exeter eigentlich? Ach da. Ey, was macht die da? Was? Ma Na, immerhin dreht sie jetzt auf U27 zu. Okay, das wird mir jetzt zu risikoreich. Wir greifen jetzt die Emotion an. Ich hoffe nur, dass wir die Karre gut schnell genug rumkriegen. Och Mann, Exeter. Oh, so krieg ich dich nie. Ah, das gefällt mir so nicht ganz. Ich hätte früher beidrehen sollen. Hoffen wir auch gleich, dass ich jetzt nicht gleich unabsichtlich durch den Rammstoß versenkt werde. Das wäre etwas peinlich. Was macht die Exeter? Ich verstehe es nicht. Ich werde mal gucken, ob U28 irgendwelche Schäden davon getragen hat. Okay. Tauchen. Dann sind wir jetzt immerhin der Gefahr eines Rammstoßes entgangen. Druckkörper leicht beschädigt. Was macht die Exeter da? Ich verstehe es ganz ehrlich nicht. Es will mit nicht in den Schädel, was die Exeter da macht. Ich meine, es ist ja noch nicht mal wirklich zacken. Ich glaube, das wäre ein direkter Rammstoß geworden. So, die taucht jetzt auch mal. Ich habe diese ständige Geballere von der Emotion satt. Keine Aktion. Keine Aktion, welch Wunder. Hier. Da. Das hier ist der Kurs von der Exeter. In der Mitte. Was soll das? Obwohl, ja, doch, sie schleicht sich so ein bisschen. Da, ja, hier vom Kurs weg, vom Gefecht weg. Halt über sehr viele Umstände, aber es scheint zu klappen. Dann nehme ich mein Hecktorpedo. Gut, hoffen wir, dass ein Torpedo reichen sollte. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich werde ihn dann, wenn er schon klappt. Mittschiffs feuern. Oh. Wäre sogar fast daneben gegangen. Das wäre es jetzt gewesen. Wir müssen erstmal nachladen. Hey! Sieht nicht gut aus. Für U38. Ganz und gar nicht. Irgendwelche Schäden zumindest. Ja, der hintere Turm, das ist jetzt auch egal. Tauchen. Wenn wir es gleich ganz so Glück haben, überleben wir den Wasserbombenangriff. Sollte er erfolgen. Wieso macht die keinen Wasserbombenangriff? Die ist in fast idealer Position.
Sie fährt auch Kurven, das heißt, sie fährt keinen geraden Kurs. Ich könnte jetzt. Ah, jetzt kommt's. Beten, 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 beten. Uff. Allgnadenfrist. Fragt sich nur für wie lange. Gut, das Heckrohr ist nachgeladen. Wo fährt die Exe denn jetzt hin? Keine Aktion. Also aktuell fährt U27 direkt auf die Exe dazu. Ah, da dreht sie jetzt wieder bei. Schade, hätte er klappen können. Ich habe jetzt die Chance der Emotion. Ich habe jetzt vielleicht die Chance, die Emotion jetzt einen reinzujagen. Wir tauchen mal wieder auf, Gefahr ist ja vorbei. Bezüglich des Ramstoßes. Ach so, no target, stimmt ja. Was? Wie? Ah, jetzt. So. 32 Knoten, also Höchstgeschwindigkeit 35 Grad müsste ich stellen. Das wäre irgendwo da hinten. Wenn ich davon ausgehe, dass sie einen geraden Kurs fährt. Aber ich wette, dass sie das nicht tun wird. Den Gefallen wird sie mir nie und nimmer tun. Das glaube ich dir nicht. Dass ich so weit vorhalten muss. Sehr schön. Und wieder Munitionstreffer. Was ist denn heute los? Gut. Damit hätten wir das zweite Bewachsschiff auch erwischt. Bleibt nur noch das große Kreuzerchen. Nur dürfte die Exeter eben das Problem sein. Weil sie einfach so verdammt weit weg ist. Ach, da hinten, die hat sich hinter der Emotion versteckt. In Anführungszeichen. Ja, jetzt fährt sie weg. Zumindest bin ich sicher, dass sie es tut. Und hinterher. Ja, obwohl, sie fährt noch Kurven. Und hinterher. Und sie dreht wieder bei. Selbst wenn sie mit diesem Zickzackfahren ein bisschen ihre Geschwindigkeit im Totalen verliert, also dass ich da immer so ein bisschen aufhole, sie ist trotzdem immer noch schneller. Verdammt, das wird so nix. Ja, witzig, und gleich drehst du wieder bei und haust mir wieder ab. Vielleicht ist 20 Minuten erreicht. Obwohl, Momentchen. Es wird noch einmal spannend. Einmal wird's noch spannend. Was machst du da, Exeterchen, hä? Ja, wo? Da. 11.000 Tonnen. 18 müsste ich vorhalten. Das wäre immerhin da hinten. Sollte sie diesen Kurs beibehalten? Ach nee, oder war es vielleicht die Geschütz. Scheiße, ich bin so die Trottel. Ich glaube, das war die Geschützausrichtung. Na, dann gucken wir gleich nochmal. Eine Frage: Wie viel Promille hat der Kapitän Intus? Was macht er da? So, sollte ich jetzt bei 22 Minuten noch keine. Gute Top-Position kommen
gekommen sein, werde ich die Folge beenden und dann euch das Ergebnis dann in der Videobeschreibung mitteilen. Um Gottes Willen, ich müsste es so weit vorhalten. Darüber hinaus ist die Exit einfach viel zu weit weg. Und da dreht sie wieder weg. Glaube ich. Oder ich blase den Angriff einfach ab. Ja, mache ich auch. Western Approaches, 60.340 Tonnen versenkt. Ach nee, einmal dürfen wir noch. Also nur ein Zerstörer. Ach nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Es ist zu weit weg. So, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Waren ja einige tolle Glückstreffer dabei. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Wir haben ja jetzt 163.000 Tonnen versenkt. Wir sind schon dem Sieg nahe gekommen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Graustreif Bombe gerade.